Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Wir hatten ja zuletzt dieses Horror-Level abgeschlossen gehabt, aber ne? Grusel-Wusel-Level, und dann hatten die uns beschattet. So, dann wollen wir mal gucken hier. Pump-Action-Shotgun, jawohl. Das ist nicht das Gleiche, sage ich dir. Da ist... Sag Hallo zu meiner kleinen Freundin. Bam! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein... Die läuft dafür irgendwo weg. Boah! Sonst geht's noch, ne? Was in der Action hier? Wie viel waren das jetzt? 2, 3, 4, 5 Typen auf einmal. Irgendwer will uns da unbedingt ganz dringlichst kaputt sehen. Das ist offensichtlich. Krasse Kacke. Naja. Mal schauen hier. Da geht noch eine Treppe nach oben. Okay. Tja dann. Ohne den Code konnte ich die Tür nicht öffnen. Hinter der Tür lagen die Suiten. Sie waren auch nicht besser als die normalen Apartments. Erstmal eine Runde Fahrstuhl fahren, okay. Anscheinend müssen wir da unbedingt rein. Die sind verrückt! Hilfe! Die wollen mich wegpusten! Scheiße! Danke, Kumpel, du hast mich gerettet. Sie haben die Tür von außen versperrt. Das sind schlimme Zeiten. Die Tyrannei der Cleaner. Okay, führt noch ein Weg hier raus. Über das Dach vielleicht. Bei den Tauben. Du brauchst den Code zur 7. Etage. Ed kennt ihn, weißt du? Ed, der Hausmeister. Armer Ed. Diese verrückten Cleaner haben sein Revier übernommen. Ja, auch gut. Dann leg dich mal schlafen. Wir machen das schon. Wie immer. Guck mal, was gibt's denn hier? Geht's dann noch hoch, ne? Da ist die Hütte zu, okay. Tja, nu. Geht's ja nur noch hier lang. Clock, clock. Night, it's a late goodbye. Hey! NYPD. Ich brauche den Code für die 7. Etage. Sicher, ich kenne ihn, ich kenne ihn! Warten Sie, euer!
667, des Teufels Nachbar, kapiert? Ja, hab's kapiert. Okay. Sie bleiben hier. Okay. In our headlights, fair and bleak. Er hat Spaß. Halt die Klappe. On the asphalt. Oh, haben sie ihn erledigt? Schweine. Oh, mal aufräumen hier. Einen wunderschönen guten Tag. Boah, Sack, ey. Genau in dem Moment, wie ich speichere, ne? Hab ich mich erschreckt, ey. Timing ist echt böse bei dem Spiel. Manu. Ja, wir bekommen unsere Painkiller ja alle wieder, ne? Alle folgen nacheinander. Boah, verdammt, noch eins. Ich hatte mich in den Staaten von Ohio verirrt. Dass mich das so erschreckt hier. Was ist denn hier los? Eigentlich sollte ich es erkennen und so, ne? Aber irgendwie... Sie überwachten mich, folgten jeder meiner Bewegungen. Und hier haben sie auch erledigt. Immer wenn Mira jetzt geht's aber echt langsam zu weit hier. Karte der Stadt. So machen die in so einem Wolkenkratzer haufenweise Leute kaputt. Nur weil sie hinter mir her sind hier. Klack. Schweine. Ja, und nun? Hier aus dem Fenster raus wahrscheinlich, ne? Was war denn mit dieser einen Tür da eigentlich gewesen? Das sah so aus, als hätte man da irgendwann mal noch hingekonnt, ne? Moment hier mal, hier war der Fahrstuhl irgendwo. Hier. Fährt er nochmal mit mir? Ja, tut er. Hier nämlich hoch, ne? Muss ja irgendeine Bewandtnis haben, das Ganze hier. Oder muss ich da später vielleicht weiter? Ich weiß es nicht. Mach die scheiß Hütte auf. Na, mal gucken. Also nochmal eine Runde Fahrstuhl fahren. Dumm die dumm da da. Wie war das? Oh, Orientierung incoming, bitte, ey. So, hier. Und der Wasserhahn läuft noch, ja? Ja, RX und 3D-Audio-Effekte, das hat schon was. Desert Eagle ist voll. Sollte ich vielleicht mal wieder verwenden, wa? So schön durch das Teil. Probieren wir mal als nächstes hier. Ja, kann ich
bestimmt auch gleich hier rüberspringen, ne? Ja. So, und irgendwie war noch was mit. Ich muss irgendwo noch runterspringen und so. Ich komme da in irgendeinen Raum rein, ne? Meinte ich. Tja. Hier könnte ich mich eine Etage fallen lassen und dann. Ne, zwei sind es. Ich glaube, das endet nicht gut. Da muss ich aber offensichtlich ja hin, ne? Da ist ein M an der Wand. Okay. Nein, von hier kam ich, ne? Ja. Wieso ist da ein M an der Wand? Was wahrscheinlich für Max steht, oder? Tab. Da hinten in der Ecke könnte ich runter, ne? Was ist dann da? Ich will hier einfach nicht zu früh runterspringen, wisst ihr? Ja, weil dann komme ich nämlich dorthin. Und das kann ich nur jetzt gerade einmal machen. Ah! Ja, klasse, Alter. Verreckt. Also da hinten rüber. Hep. Einmal runter. Oh. Da war sogar einer und hat auf mich geschossen. Also war das nicht so verkehrt. Da unten drin, ne? Granaten oder so? Ja. Ups. Verkehrte Taste. Okay. Also nochmal auf ein neues. Hep, hep, hep. What the fuck? Wo? Ah, da. Fick dich, Mann. Aber ich glaube, da komme ich in meine eigene Wohnung dann jetzt wieder rein, oder? Kann das sein? Da ist noch ein Vorsprung. Naja, wir gucken mal. Ich glaube, das war nämlich jetzt nicht der reguläre Weg, oder? Etwa doch. Hätte mich doch da fallen lassen können. Strange. Eigentlich müsste ich da irgendwie auch nochmal raus, oder? Das ist schon zu lange her. Deswegen verjage ich mich wohl auch noch gut und gerne hier. Oh, hätte fast was übersehen hier, ja. Die Explosion in meinem Apartment hatte ein Feuer ausgelöst. Die Flammen umzüngelten meine Vergangenheit und ließen die Schatten nur bedrohlicher erscheinen. Ja, so geht's natürlich auch. Ich musste runter auf die Straße. Wusste ich doch, dass das wieder seine Wohnung war. Ich wette, ich muss durch die Tür geradeaus, aber man guckt sich trotzdem ja um, ne? Yep.
Pappnasen, ey. Boah. Erwischt? Sieht so aus, ne? Kommt da noch mal um die Ecke geschissen hier. Glaubt wohl, es hackt, wa? So, nach oben oder nach unten? Gucken wir erstmal oben. Das ist dann wohl mal ein Secret, oder? Eventuell. Ja, ja. Gut, gut. Schmerzmittel voll, ja. Mona war hier durchgekommen. Die toten Cleaner waren ein klares Zeichen. Ja. Mach die Tür auf! Ah, hallo! Ich verbrenne beim lebendigen Leib! vielen Dank! Ja, du hast einen gut bei mir. Jetzt fängt der Spaß erst an. Nur keine Angst. Ich war auch mal dabei. Auch ich war ein Bulle, wie du. Okay, folgen Sie mir. Ja, ich war ein Kopf. Ach, kostete mich meine Ehe. Die viele Zeit. Sie hatte Angst, mir mit etwas zustoßen. Ich habe meinen Arsch riskiert und sie lässt mich einfach sitzen. Ich hab aber ordentlich einen sitzen, ne? Das Gas aus der geborstenen Leitung speiste die Flammen. Ich kam nicht vorbei. Das hätte jeder getan. Mein Boss. Gut. Dann runter. Nehme ich an. Hatten dir die internen Schnüffel auf den Hals geschickt. Das war dann das Ende. Schuld ist das System. Deine Bande von Heuchlern. Tja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Max Payne. Haut rein. Macht's gut oder besser.